Es ist der Radio Steiermark-Lauf in Bad Waltersdorf und das Wetter. Wir bleiben sportlich. Der beliebte Radio Steiermark-Lauf im April in Bad Waltersdorf hat Tradition. Heute war es wieder soweit. Hunderte Laufbegeisterte aller Altersklassen waren am Start. Und noch nie haben sie derart hohe Temperaturen so ins Schwitzen gebracht. Wolkenloser Himmel, glühende Sohlen, kaltes Nass. Der Radio Steiermark-Lauf war auch heuer wieder ein Sportfest. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in Bad Waltersdorf am Start. Viele, vor allem Jüngere, zum ersten Mal. Habt ihr euch die Strecke vorher ein bisschen angeschaut oder seid ihr einfach nur losgelaufen? Ich hab's kurz angeschaut, also bin letztes Jahr auch schon gelaufen, weiß jetzt schon die Strecke. Ja, man läuft da hinten durch und dann halt da oben. Und da war ich auch noch nie dabei, heuer ist mein erstes Mal da. Aber es war lustig, ja. Das Wetter war halt viel zu heiß heute zum Laufen. Die Bambinis mussten 200 Meter zurücklegen, die etwas größeren 800 bzw. 1600 Meter. Stets angefeuert von den mitgebrachten Fans. Es ist ein Lauf für die ganze Familie. Also von jung bis alt kann jeder mitmachen, bis hin zu Nordic Walking und Smoothie-Wertung. Bei bis zu 27 Grad war der 4,2 Kilometer lange Rundkurs heuer definitiv eine größere Herausforderung als in den vergangenen Jahren. Es war ein sehr heißes Rennen. Perfekte Temperaturen. Ich mag das gerne, wenn es so heiß ist. Ein schöner, kurzer Lauf. Ja, gutes Ambiente, auch schönes Publikum. Andreas Potokar holte sich den Tagessieg im 4,2 Kilometer Heilthermen Run. Besonders zäh mussten heuer aber die Halbmarathonstarter sein. Neben Getränken gab es daher auch erfrischende Duschen. Den Sieg sicherte sich Johannes Krondorfer mit einer Zeit von 1 Stunde 18 Minuten und 18 Sekunden. Ich habe es heute schon genutzt. Es war so ein bisschen bestimmend, wie schnell ich noch schlafen kann. Also da ist sicher noch einiges drinnen. Ist halt noch früh in der Saison. Aber ich habe jede Möglichkeit genutzt, dass ich mir so viel Wasser wie möglich drüber lade. Krondorfers persönliche Bestzeit ist um 7 Minuten schneller. Daran merkt man, wie anstrengend das heutige Rennen war. Beim 20. Radio Steiermark-Lauf im kommenden Jahr streben die Organisatoren 1000 Teilnehmer an. Laufnachwuchs gibt es in der Oststeiermark auf jeden Fall genug.